Leute, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2 Crown of the Ivory King DLC. Mir ist beim Beenden der letzten Folge aufgefallen, ich trinke zu wenig. Ich bin immer total dehydriert bei so etwas. Aber wer hat schon Zeit zum Trinken? Wenn man mit Pfeilen beschossen wird, oder mit Spells, oder mit beiden, oder... Weiß ich nicht. Sie immer meinen, sie könnten mich treffen, ja? Ich finde das immer noch so schade, dass es nur humanoide Feinde gibt in dem Spiel. Da könnte man so kreativ sein, ja? Warum treffe ich den jetzt nicht mehr? Also geht doch, warum nicht gleich so? Ich will diese komischen Bullers. Ja, ich töte sie nach wie vor. Weil ich es kann. Das sitzen drei. Ich glaube, dass die echt getriggert wird, wenn man da einfach so reinrennt. Aber wenigstens sind sie im Moment noch von den roten Phantomen ferngeblieben. Da habe ich bisher nur eins gesehen. Finde ich gut. Ich hab da so ein Berg im Weg, da kann ich nicht vorbei. Ah, bist du? Was? Bist ein normaler Feind? Das überrascht mich jetzt. So ein klein wenig. Was? Eine Eishöhle? Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Wo zum Teufel bin ich hier? War ich hier schon mal? Ach, das ist da, wo die kaputte Brücke ist. Nur oben drüber. Cool. Das ist ein rotes Phantom. Wie das erste. Und jetzt hier. Ja, ich hab gewusst, dass du mir nachrennst. So nicht, mein Freund. Ah, da bist du so ein Terraformer, ja. Diesmal habe ich eine doppelte Blitzwaffe. Wie schmeckt der Dart? Ah, shit. Ich hatte eine doppelte Blitzwaffe. Wie schmeckt der Dart? Ich hoffe, du lässt dich einfach vergiften. Ah, der hat mich gewatscht. Der wollte mich umknatschen. Habt ihr das gesehen? Umknatschen wollte mich der. Wo ist mein Rapppulver? Der ist ein Rapppulver. Ja, ich stelle schon fest, Bonfire nicht mehr so stark vertreten wie sonst. Finde ich aber gut. Kommt mir so ein Demon's Souls Vibe vor. Bisschen normal. Da. Kannst du es fühlen, du Arschclown? Kannst du es fühlen? Ich würde jetzt ungern runterfahren oder sowas. Die haben zwar die würdigste Reichweite, sind aber gar nicht so schwer eigentlich. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich mehr sehe, wenn ich eine Fackel anzünden würde. Okay. Hat's das irgendwie resettet? Warum auch immer? Wäre schön, wenn ich was sehen würde. Ah, hi. Das ist schön, du kannst schon fast am Spawn töten. Das gefällt mir. Na komm, komm, Fieber, komm. Komm, ja, fall da, Junge. Du musst nur die Klippe im Auge behalten, dann ist alles okay. Wenn ich sie doch nur besser sehen würde, da ist die Klippe. Dann bist du tot. Du siehst halt null, ne? So weiß auf weiß war schon immer irgendwie eklig. Alter Glockenhelm mal eins. Nice, das habe ich jetzt alles wegen dem Glockenhelm gemacht. Willst du mich rollen oder was?
Einer seiner uralten Glocke gefertigte Helm. Scheint kaum mehr als eine Spielerei zu sein, ist aber äußerst praktisch. Die Helmspitze besitzt vorzügliche Verteidigungseigenschaften. Naja, so toll ist das Ding jetzt auch nicht. Ich werde es jetzt auch nicht aufziehen, weil ich sonst meinen Bonus von der Kapuze verliere. Ihr wisst ja, ich habe da doch eine Zauberladung mehr. Was nicht schlecht ist. Tja, den ganzen Weg wieder zurück. Bin gespannt, ob es da auch wieder drei Bosse gibt. Okay, das war hier. Wann geht es hier noch weiter? Sieht fast danach aus, aber ich gehe doch erstmal hier lang. Da ist ein Böenföhr. Ich weiß nicht, ich habe heute einen Tag, das habe ich alles mit Ö. Böenföhr. Ich würde da jetzt schon irgendwie gern rasten, aber dann sind die ganzen Gegner wieder da. Ach nee. Wo bin ich denn jetzt wieder? Oh, hi. Bin jetzt wieder neue Postbote. Sieht fast danach aus. Sind aber nicht sehr nett. Bin ich gar nicht gut. Sie müssen nett zu ihrem Kunden sein. Nee, eigentlich müsste ich ja sagen, es ist der Eismann, ne? Hahaha, Schenkelklopfer. Jetzt bin ich irgendwo unterhalb. Das ist auch wieder so ein Clown. Bleib, bleib, bleib. Aha! Schon ist er fast down. Das ist natürlich geil an den Stichworten, ne? Das ist so stark runterprügeln auf einmal. Die wehren sich nicht mal. Ich hab da irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich die da einfach so töte. Da steht einer. Was zum Teufel? Ach, das sind die. Ah, oh, das sah jetzt total komisch aus. Nee, passt schon. Ich hab mir gerade gedacht, was zum Teufel ist das? Ja, die schlechten Sichtverhältnisse machen das schon ganz interessant. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie dieses Mal weniger Gegner platziert haben, was keine schlechte Sache ist. Was machst denn du da? Aha, Schenkelklopfer, der hat es. Was tut man nicht? Wie kannst du das noch sagen? Der raubt mir aber, wenn er trifft, fast die ganze Lebensenergie. Perfektes Dämmerungsgrad. Schön. Schon ein Bonfire gefunden, bisher noch kein einziges Mal gestorben im DLC. So muss das sein. Ja, desto mehr Dark Souls 2 wie Demon's Souls ist der Dark Souls 1, desto leichter tue ich mich irgendwie. So, meine ganzen Heil- und Lebenssteine verbrauchen. Da habe ich immer so viel dabei und nutze sie nie. Ich weiß nicht, wie lange die Esters noch halten. Müssen die Esters eigentlich nicht außer Gefecht gesetzt sein? Müsste das nicht normalerweise gefrieren hier? Das wäre doch ein cooles Feature, wenn du sagst, Esters nicht benutzbar. Das wäre ein Feature gewesen, das hätte ich sogar unterschrieben bei FromSoftware. Ich glaube, das hätte ziemlich viel Spaß gemacht. Au. Dass du wirklich nur auf Heilmagie oder Lebenssteine ausweichen müsstest. Das wäre ziemlich gut. Das ist wieder das eine. Und das ist immer toll, wenn du Gegner hast, die sich nicht wehren.
Nee, finde ich eigentlich ziemlich lame, aber... Ist es gewollt, dass ich hier oben rumlaufe? Ach, jetzt bin ich hier am Anfang. Ring des Eingebetteten. Hört sich ganz nett an. Was macht der denn? Wo ist der denn? Gewährt Überraschungen, erhöht erlittenen Schmerz. Ein Ring aus den Ketten der Eingebetteten. Gewährt verschiedene Vorteile, die er mit höherem erlittenen Schaden bezahlt. Die Ketten der Eingebetteten können Menschen in Sklaven der Lust verwandeln und sie in den Ruin treiben. Dieser Ring verstärkt diese Eigenschaft. Ja, ja. Ganz nett, aber nee, im Moment, nee, nee. Muss ich nicht haben im Moment. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch so glücklich, ja. Ach, so komme ich hier rauf. Das ist nice. Ein dunkler Tanz. Bekomme ich wieder haufenweise Items, damit ich mich sicher fühle. Dann drückt mir das Spiel wieder einen rein. Diese Hexerei setzt eine große dunkle Masse frei. Die finstere Masse tanzt aus Freude über ihre gewonnene Freiheit. Oder einfach nur, um jene zu verspotten, die auf ihrem Weg liegen. Hexereien sind Ausdruck der menschlichen Verderbtheit, wie dieser Tanz beweist. Beschleuniger, heilige Glocke. Was? Heilige Glocke? Den kann ich mit... mit meinem Beschleuniger beschleunigen, zaubern, wirken. Worte sind toll, wenn man sie beherrscht. Hier ist nichts. Einer. Oh, du bist ein bisschen größer als deine Kollegen. Kann ich dich backstabben? Ja, natürlich. Das ist mein neuer bester Freund. Warum? Weil ich ihn backstabben kann. Wow. Meine ich das nur, oder geben die alle wirklich weniger Seelen als wie im letzten DLC? Oh, das ist eine Tür. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Quatsch. Quatsch. Ich hab's gerade gesehen, wie das Ding in mich eingeschlagen ist, ja. Genau da habe ich es realisiert. Tun Sie mir nichts, ich mache doch nur Augen. Wenn ihr wisst, wer dieses Zitat stammt, bekommt ihr den Keks. Tun Sie mir nichts, ich mache doch nur Augen. Schwimmender Lebensstein. Da geht bestimmt jetzt dieses Tor auf. Ist das das Haupttor vom Anfang? Ist das eine Abkürzung? Ja. Geh mal einen Schritt weg. Ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung ist. Was zum Teufel? Leben die? Sind die tot? Aber hier ist die Sicht ein bisschen schöner. Na, guck mal, wie schön das aussieht. Ach doch, da ist der Anfang. Ah! Wo kommt der her? Habe ich gar nicht gesehen. Der hat gerade irgendwas gemacht. Ist nicht hoch, Alter. Ich glaube, es brennt. Beziehungsweise du brennst. Ich hab vorbei. Ah, mach ihn weg. Steht der Kackendreist vor mir? Man macht seinen komischen Jokult-Drink auf, ich glaube, sag. Kann es nicht sein. Wallgolem-Stulpen. Okay, das sind Wallgolems.
Die Stulpen der Wallgolems, die durch den Weißen König belebt wurden. Den Golems oblang die Verwahrung der Kreaturen des Chaos innerhalb des Walls. Als die Tore von Eomlois aufschlugen, wurde es zu einem kalten und leblosen Ort. Doch die Golems versahen weiterhin pflichtbewusst ihren Dienst. Ich glaube, die komplette Rüstung von denen, wenn ihr die habt, dann könnt ihr Gegner oder ihr verlangsamt Gegner in eurer Nähe. Ich glaube, irgendwie so war das. Der Typ da vorne würde blocken, während euch der andere Typ von hinten abstechen würde. Finde ich aber auch nicht nett. Da ist eine Tür, da geht's rauf. Ich habe Angst, dass da irgendwie was runterfallen würde oder so. Da meinst du, fliegt eine Boeing vorbei. Naja, so krass ist es nicht, aber. Na, weiß ich nicht. Die lange Kälte hat dich schwach gemacht, mein Freund. Verschlossen. Was sehe ich denn da drin? Ein paar Särge. Ich brauche definitiv einen Schlüssel. Oder den guten Dietrich. Oh, eine Brechstange. Dynamit. Dynamit wäre auch gut. Haufenweise Eistruhen, ja? Wie kriegt man die auf? Kann ich das schmelzen? Weiß man nicht. Ich hätte gerne noch einen Krapfen. Kriege ich nicht. Moment, ich habe doch Explosionsbomben oder Feuerbomben oder das Zeug dabei. Vielleicht geht ja das. Schwarze Feuerbomben, because I'm awesome. Hüpp. 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 Ich wette mit euch, da geht nur Pyromancy. Da wette ich mit euch. Sieht schon cool aus hier. Das Ambiente stimmt, die Gastfreundschaft lässt aber zu wünschen übrig. Muss ich schon mal sagen. So behandelt man keine Gäste. Bist du ein Feind? Kann ich dir ans Kreuz schießen? Ja, kann ich. Jawohl. Lass die Feinde mal alle zu mir kommen. Ich denke mal, das ist ganz intelligent. Schups. Mal ein Reparaturpulverchen. Und jetzt findet er mich nicht wahrscheinlich, weil die KI nicht so weit denken kann. Ach, da kommt er. Mit Mach 4 kommt er angeschissen. Ach Junge, hör doch dein Gewehr für auf. Ich weiß nicht, ich finde die Typen schon ein bisschen sehr einfach. Nein! Kein Fruchtzwergedrink? Nein. Das lassen wir mal. Was ich auch toll finde, ist hier diese Beleuchtung, das wisst ihr her. Dem leichten Schnee in der Luft. Der Planet Hoff vor uns. Da müsste jetzt noch so ein AT-AT-Walker vorbeistapfen im Hintergrund, so tsch, 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 und ein paar A-Wings oder wie die hießen. Ah, ich weiß es nicht mehr. Waffenweise Ballisten. Die Frage ist, warum? Ich gehe jetzt einfach mal ganz frech diesen Weg. Ah! Den gibt's auch in Rot. Macht dich aber auch nicht besser. Solange nur einer kommt, ist alles gut. Sind echt einfach und langsam. Du kannst einfach umzirkeln, Backstep. Was soll man danach sagen? Ich brauche immer noch diesen blöden Schlüssel. Das sind so viele Drohnen, ich komme nicht heran.
Warum friert das zu, aber andere logische Sachen nicht, wie mein Estos und so? Alter, schreck mich nicht so. Wenn man halt genau sieht, dass die Nebelwand hier an dieser Kante anfängt. Seht ihr das? Da war jemand zu faul, richtigen Nebel zu programmieren, ja? Ach nee, mach einen 2D-Übergang. Das ist ja dermaßen bescheuert, das seht ihr das? Oh Mann. Nein, ich rede das Spiel nicht schlecht. Nein, tue ich nicht. Aber man hätte ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können, ne? Wenn man schon eine Woche verschiebt. Zum Teufel. Ah, das ist hier. Jetzt habe ich den Müll weggeräumt. Das finde ich ja cool, wenn du wieder Levels hast, wo du irgendwie Abkürzungen schaffen kannst, wie im Original Demon's Souls. Oder im Original Dark Souls. Da muss ich sagen, haben sie was richtig gemacht. Das sind Sachen, da bekommt ihr einen Daumen von mir, ja. Fromsoft. Wer? Gut, Kugel. Ach, den kann ich ja nicht wegstellen, ne? Der hat ja wieder Kristalle am Arsch. Sei nicht so stinkig. Mein Gott. Nur weil dir hier draußen die Klöten abfällt, kann doch nichts dafür. Mir fällt gerade auf, die haben alle eine Kapuze vor dem Gesicht. Groß, ob klein. Mit Kapuze müssen sie sein. Moment, ich brauche die Heilstände, danke. Moment. Wenn ich da runter gehe, komme ich nicht mehr hoch. Das sind ja die Treppenstufen kaputt. Natürlich nicht gut. Dann muss ich erstmal hier oben gucken. Da ist eine Tür. Und da ist der Eingang. Dieses Eiskonstrukt ist schon cool. Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei Dark Souls 2 Crown of the Ivory King DLC, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ich sage wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt die ganze Sache einen Daumen, schreibt den Kommentar. Ich bin euer Zarkon. Stay tuned. And so long.